Ich begrüße dich ganz recht herzlich zum heutigen Video. Du siehst, wir sind nicht an meinem Schreibtisch, wir sind nicht bei mir zu Hause und wir sind auch nicht im Garten, am Pool oder sowas, sondern wir sitzen in meinem Auto. Und du siehst auch, dass mein Heuschnupfen immer noch nicht besser geworden ist. Meine Augen sehen aus, es ist unfassbar. Ja, warum nehme ich jetzt heute das Video im Auto auf? Ganz einfach, weil ich wieder keine Zeit habe. Ich bin ja immer im Stress, man kennt mich ja. Und ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu einem Fitnessladen, weil ich mir einen Booster holen wollte, einen neuen. Hab mal wieder Bock, mit einem Booster zu trainieren. Das ist quasi wie so ein starker Energy Drink für alle, die nicht wissen, was es ist. Ist halt so ein Zeug, was einen so ein bisschen wacher macht. Ist viel Koffein drin, viel Taurin drin und so. Im Grunde genommen ist es nicht das Gesündeste, aber kann man mal machen, ne? Ja, warum oder vielmehr, um was soll es heute gehen in diesem Video? Du siehst, es ist relativ spontan und ich habe gesehen, oh, ich muss heute noch was hochladen, beziehungsweise ich lade jeden zweiten Tag hoch. Ich habe gedacht, komm, machst du es im Auto, ich hoffe, die Tonqualität ist in Ordnung. Ich hatte eigentlich versucht, meine große Kamera da hinzustellen, über euch quasi, aufs Armaturenbrett, aber es funktioniert nicht richtig. Und deshalb seid ihr jetzt quasi auf meinem Handy dabei und die Qualität ist, denke ich mal, in Ordnung. Nicht die beste, aber ich schätze ich mal in Ordnung. Hinten drin habe ich noch, ich glaube, 6 Pakete, die heute noch rausgehen, heute Nachmittag, also gleich. Wir haben jetzt 13 Uhr, also nachher, nach Nachmittag, irgendwann spät nachmittags, nach dem Sport. An die Leute, die bei der Mai-Aktion mitgemacht haben. Jo, der fährt mitten auf der Straße. Mega, mega cool, hat mich mega gefreut. Da ist die Polizei. Aber ich habe mein Handy ja nicht in der Hand, deswegen alles okay. Hat mich mega gefreut, dass so viele Leute noch dazugekommen sind. An all die Leute, die per Nachname bezahlt haben, die oder per Nachname bezahlen wollen, Vorkasse und Rechnung bezahlen wollen, die müssen erst bezahlen, sonst kann ich die Sachen nicht rausschicken und vorher kann ich auch nicht die Zugangsdaten freigeben. Das heißt, ja, überweist es am besten schnell, dann seid ihr direkt dabei und dann könnt ihr auch direkt anfangen. Heute, nachdem wir jetzt 2 Minuten so geredet haben, geht es um ein anderes Thema und zwar ist es ein Thema, welches ich mich bisher noch nicht so richtig getraut habe anzusprechen. Und zwar geht es um das Thema Übergewicht. Ich möchte euch keine Tipps geben, wie man Übergewicht abbaut oder wie man ja mit Übergewicht umgehen sollte, sondern vielmehr möchte ich euch einen Denkanstoß geben oder möchte ich euch etwas mitgeben, was mir geholfen hat und was auch vielen Leuten schon geholfen hat, mit denen ich darüber gesprochen habe. Und zwar solltet ihr mal hingehen und dicke Menschen, ohne das irgendwie abwertend zu meinen, also ein wenig übergewichtige Menschen, Menschen, die, ja, okay, wird gerade ein bisschen eng, die vielleicht viel mehr essen als ihr, sonst würden sie nicht so aussehen, oder sie sind krank. Man muss da so ein bisschen differenzieren, genauso wie beim Untergewicht. Guckt nicht nach Menschen, die irgendwie eine Schilddrüsenunterfunktion haben und deswegen dick geworden sind, sondern guckt mal nach den Menschen, die wahrscheinlich zu dick sind oder übergewichtig sind, weil sie zu viel essen. Und denen schaut ihr mal bitte auf den Ernährungsplan. Seht mal hin, was diese Menschen so den ganzen Tag essen, wie die Menschen so leben, ob diese Menschen vielleicht Sport treiben, ob die Menschen vielleicht keinen Sport treiben. All das kann man sich mal ansehen und kann sich da so ein paar Tipps und Tricks abgucken vielleicht, die einem selber dabei helfen, ein paar Kilo zuzunehmen. Das habe ich auch gemacht und man kann sich ein paar Sachen ja nehmen. Ein paar Sachen kann man sich nehmen, ohne da großartig drüber nachzudenken. Die meisten, also es gibt natürlich ja das Klischee dick sein und diese Menschen essen viel zu viel Fett. Ja, die essen irgendwie ganz viel Pommes und Fastfood und so. Das sollt ihr natürlich nicht machen. Aber ihr seht im Umkehrschluss, dass Fett viele Kalorien hat. Und Fett hat nicht nur wenig oder ein bisschen viele Kalorien. Gott, mein Auge sieht ja total schlimm aus. Ich habe nicht gekifft, Leute. Ich habe mit Drogen nichts am Hut. Scheiß Allergie halt. Was ich sagen wollte ist, dass ihr seht, dass Fett viele Kalorien hat und dass ihr ruhig ein bisschen mehr Öl ans Essen tun könnt. Dass ihr ruhig nicht den fettarmen Joghurt kaufen müsst, sondern euch für den Joghurt entscheiden könnt, der ein wenig Fett beinhaltet, einfach nur, weil es dann leichter ist, ein paar Kilogramm zuzunehmen. Dann seht ihr zum Beispiel, dass sie sich wenig bewegen. Klischeehaft wenig bewegen. Es gibt wie gesagt auch andere, aber das Klischee sagt ja, dass Menschen, die etwas Übergewicht haben, sich wenig bewegen. Und denen könnt ihr vielleicht abgucken, dass ein bisschen weniger Bewegung euch vielleicht gut tun könnte. Ich sage extra könnte, weil ich kein Fan davon bin, sich wenig zu bewegen, sondern vielmehr könnt ihr euch vielleicht ein paar Wege sparen, ja? Macht das Richtige. Guckt, dass ihr keine Marathon lauft, beziehungsweise wenn ihr Spaß habt, dann müsst ihr es machen. Ja klar, da sage ich nichts gegen. Aber wenn ihr es verhindern könnt und ihr habt sowieso gar keinen Bock auf Marathon, gar keinen Spaß dran, dann lasst es sein, okay?
das sind so ein paar Punkte, die ich jetzt so, die mir so direkt einfallen. Wie gesagt, es ist ja ein spontanes Video. Wenn du weitere Punkte hast, dann schreib sie gerne mal in die Kommentare. Ich denke mal, dass mir auch noch einige einfallen würden, aber jetzt gerade halt nicht. Was ich jetzt von dir möchte, ist, denk mal über diese Thematik nach. Geh mal hin und such eine vielleicht etwas übergewichtige Person, natürlich nicht extremst dick oder, ja, ich möchte es nicht zu abwertend oder zu negativ sagen, aber sieh dich mal in deinem Umfeld um. Es gibt viel mehr Menschen, die ein leichtes Übergewicht haben, als Menschen, die untergewichtig sind. Und denen kann man, wie eben schon gesagt, ein paar Dinge abgucken. Ja, und genau. Ich denke, das war doch ein ganz interessantes Video, ein ganz interessanter Punkt. Denk mal drüber nach, setz dich mit der Thematik auseinander. Ich fahre jetzt ins Fitnessstudio, beziehungsweise fahre ich jetzt erstmal kurz in die Stadt, dann fahre ich ins Fitnessstudio und trainiere ein bisschen. Ich wollte, glaube ich, Rücken-Bizeps machen, also Oberkörper, Rücken-Bizeps. Ich weiß auch nicht, warum jetzt hier alle, was macht der vor mir? I don't fucking know. Er hält an. Falscher Gang. Ja, genau. Ja, ich fahre jetzt ins Training, wie eben schon gesagt. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, obwohl es so ein bisschen Vlog-mäßig ist. Also ein bisschen aus meinem Tag zeigt, einfach mich unterwegs. Ich bringe danach noch eure Pakete weg, danach wollte ich noch Getränke kaufen fahren. Und dann fahre ich nach Hause, stecke das Handy an meinen Computer, gucken, ob ich noch ein paar Sachen rausschneiden muss. Und dann seht ihr das Video heute Abend schon. Und ich möchte jetzt von euch, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst dem Video bitte einen Daumen nach oben da. Damit zeigen wir zusammen YouTube, dass dieses ganze Thema relevant ist, ja. Dass man dem Thema Untergewicht ein Ohr schenken sollte, denn das machen viel zu wenige Menschen. Ich sehe immer noch irgendwelche blöden Kommentare, wo jemand unter meine Videos schreibt, nö, was soll dieses Video, ich will lieber abnehmen. Und ich denke mir, Leute, das ist der falsche Kanal für euch und fertig. Aber ihr müsst YouTube zeigen, dass das Thema cool ist, dass das Thema interessant ist. Und deshalb gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben, es kostet nichts. Und falls ihr keine anderen Videos mehr verpassen wollt, falls ihr es nicht schon gemacht habt, könnt ihr den Kanal kostenlos abonnieren. Und anschließend, wie bei jedem Video schon gesagt, unterhalb des Videos den ersten Link mal draufklicken, da könnt ihr euch die besten Zunehmtipps kostenlos herunterladen. Alles, was ihr machen müsst, müsst ihr mir dann zu sagen, wo ich die hinschicken soll. Und ja, wundert euch nicht, ich zeige euch natürlich trotzdem kurz, was ihr kaufen könnt danach. Ja, ich zeige euch meinen Kurs, aber wenn ihr kein Interesse an einem Kurs habt, von dem ich eben gesprochen habe mit den Paketen, die jetzt da, die jetzt heute Abend noch weggeschickt werden müssen, dann ist es ja nicht schlimm. Nur ich zeige euch den Kurs nochmal eben, und genau. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, dass die Perspektive in Ordnung war. Ich wünsche euch ganz, ganz liebe Grüße. Bis dahin, macht's gut, ciao.